Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Darkwood. Die letzte Nacht lief ein bisschen unspektakulärer als die davor. Wir haben die relativ gut überlebt. Ich hatte nochmal jetzt gerade drüber nachgedacht, der aus dem Wolfskampf sagte ja südöstlich, Norden, Osten, Süden. Das heißt, irgendwo hier in diesem Bereich müsste ja das Haus der Dame sein, mit der wir sprechen sollten. Ich will nur ungern da einfach hinrennen, nichts finden und dann wieder irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Die Zeit vertrödeln, weil so ein Tag ist hier halt auch immer relativ kurz gehalten. Aus dem Brunnen werde ich jetzt nicht trinken. Oh, Heilbandage, Freunde. Habe ich nur die eine. Ha. Na gut, dann stellen wir uns vielleicht einfach nicht so dumm an wie sonst, dann kommen wir hin. Dann kommen wir hin. Mit der einen Bandage. Also wie gesagt, ich möchte mal eben in diese Richtung laufen. Ah, Kiekste. Da liegt noch eine Leiche. Ist ja auch immer wie so ein Minenfeld, ne? Diese ganzen Pilze. Ja, das hier ist ja das eine Haus, wo der Typ sagte, Dieb, da war so nichts mehr zu holen. Gucken wir auf die Map, die Zeit wird ja eingefroren, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir laufen einfach mal weiter hier unten der Straße lang. Die Sachen habe ich schon gelootet, ne? Ja. Aber der Straße lang natürlich nicht, sondern diesem Holzrand. Da ist noch eine Bärenfalle. Scrap Metal mitnehmen brauchen wir zum Reparieren der Schaufel und für unsere Fallen. Jetzt werde ich mal leise sein, hier war immer so ein blöder Riesenhund, ne? Sieht doch aus. Straße zur Stadt. Ist das die Straße auf dem Bild? Irgendwie hier unten durch? Das ist eine Tür. Alter, wo bin ich hin? Wo, was, wie? Das wollte ich nicht. Hallo? Stopp, Pause. Ende. Boah, leck mich, wo bin ich hier? Alter, ich werde hier so sterben. Ich behaupte einfach, dass ich hier so sterben werde. Wo sind wir hier? Oh, ich sag euch, ich... Oh, Freunde. Ist die nett? Okay, die Frau will mich nicht sofort erschießen. Fuck. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Eigentlich wollte ich nur nach diesem komischen Haus suchen. Die Zeit läuft hier auch nicht weiter, sehe ich gerade. Hallo? Bist du nett? Die Frau schaut auf den Boden mit einem toten Gesichtsausdruck. Ah, die sieht ja toll aus, die Puppe. Weg vielleicht, raus hier. Das ist jetzt nicht das, was unser Freund braucht, oder? Töte das Schwein. Meint jetzt nicht mich, oder? Oh, Leute, wo bin ich hier, ey? Entschuldigung.
habe immer das Gefühl, wenn ich viel rede und ein bisschen nervös bin, habe ich immer einen Frosch im Hals. Und, ja, so ein Loch im Boden, ey. Das ist gar nicht so geil. Okay, blockiert von der anderen Seite. Heißt, da kommen wir... Hier unten kommen wir durch. Hier ist Blut auf dem Boden. Boah, ey, komm. Ich mach mir gleich eine Hose hier. Brauche einen Schlüssel. Habe ich einen Schlüssel? Kein Schlüssel passt. Okay. Gut, die Zeit ist eingefroren. Das finde ich irgendwie ziemlich geil. Das heißt, wir können hier mal in Ruhe gucken. Also... Hinten irgendwie was? Da geht's auf jeden Fall rein. Na gut, da können wir nicht durch. Ich dachte, manchmal haben die ja so ein paar Sachen versteckt. Ich werde jetzt gerade ein bisschen zuversichtlicher, dass hier nicht so viel Schlimmes passiert. Das wird wahrscheinlich mein Todesurteil sein. Ne? Kennt ihr das? Dann passt man mal nicht auf, denkt sich, ach, alles safe und Robots. Da kommt wieder irgendwie so ein Vogelmensch oder so. Egal, ich habe eine Knarre, ich verballer gerne mein ganzes Magazin, wenn mich irgendwas anstürmt. Was ist das hier? Weg zur Straße? Aber da ist ein Schwein. Da hinten ist noch ein Schwein. Darf ich die Tiere einfach töten oder greifen mich dann die Bewohner an? Wo ist mein Fleisch? Ich brauche 2 Kilo Fleisch pro Monat. Antec wird mich dieses Mal nicht retten. Hörst du mich? Gib mir das verfluchte Fleisch. Chicken Head. Keine Ahnung, ob wir den gebrauchen können. Kann ich dir das Fleisch geben? Nee, ne? Also, wenn ich so langsam die Fenster zumachen würde... Wenn er jemals versucht, zurückzukommen... Der scheiß Arzt, sie beschwert sich über den Arzt. Wer bist du? Geh weg von mir. Okay. Frau liegt auf dem Boden und weint. Oder, croucht so ein bisschen zusammen. Ich kletter hier mal durch. Ich glaube nicht, dass die Frau mich angreifen wird. Bäume, sagt sie. Bäume. Alles voll mit Bäumen. Oh. Doctor's Instructions. Lösung zum Entfernen interner Parasiten. Okay, das... Over the nuts at... Okay, okay, also man soll quasi die Petroleum über die Nüsse gießen, wegstellen und nach ein paar Tagen einen Schluck davon nehmen. Reek. Hallo? Der sieht doch aus, ob der mich angreifen will. Oh, Freaks, ey. Waffenteile, geil. Ich meine, wir haben hier was. Magst du aufhören? Vielleicht? Mach hier mal kurz zu. Thermometer. Ein Item gefunden. Da ist Blut dran, oder? Wie sieht das aus? Hoffen wir mal nicht, dass das mit Gewalt in irgendeine Öffnung gerammt wurde, wo so ein Thermometer eigentlich nicht hingehört. Auf jeden Fall nicht für Erwachsene. Ah,
Also auch wenn hier die Zeit stehen geblieben ist und man sich denkt, okay, hier kann nichts passieren, ist diese Atmosphäre so beklemmend, dass es schwer in Worte zu fassen, wie das hier gerade... Er versteckt sich in seinem Unterschlupf die letzten paar Tage. Er wird enden wie die anderen. Ich sag es dir. Er wird in die Wälder rennen und verschwinden. Nee, ich habe keine Kette mit. Oh, das würde ich gerne reparieren, sonst das Ding. Da ist ein Kreuz auf dem Boden gelegt. Sind die nett? Ich möchte das gerne ausloten. Wer bist du? Ich bin ein Freund, hallo. Okay, ich soll weg von ihm. Ich werde es nicht provozieren, wenn die jetzt noch nett sind. Die... fast geschossen. Die Bewohner drehen ihren Kopf von mir weg. Ich glaube nicht, dass ich hier willkommen bin. Okay, ich lese das jetzt nicht alles vor, was die sagen. Das ist ziemlich massiv zugebaut. Da ist nichts drin. Ja, wir durchsuchen mal in aller Ruhe diese Stadt hier. Oder was das auch immer sein soll. Alkohol drin. Ja, schade, dass mein Inventar fast voll ist. Und diese Strecke zu laufen, ist natürlich auch mal eine Hausnummer, ne? Ah, da unten liegt noch Holz, da habe ich nicht reingeguckt. Ich würde aber nachher einfach nochmal durchsortieren. Und mir vielleicht oben am Eingang irgendwo eine Kiste suchen, wo ich dann vielleicht alles reinpacke. Weißt du, so wie Holz, Steine, das muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Genauso wie die leere Flasche müsste ich nicht unbedingt mitnehmen, aber das packe ich mir dann nach oben. Falls wir hier nochmal rein können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Knarre nehmen soll, wenn die Bewohner sowieso schon so skeptisch sind. Okay, es wird dunkel. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt gerade rein will. Wir aber, glaube ich. Oh Leute, ich sag's euch, wenn hier gleich was reingestürmt kommt. Oh. Da kann ich, glaube ich... Ah, schade, ist auch nichts drin. Die Atmosphäre ist hier echt beklemmend, ich sag's euch. Boah, Freak, ey. Shiny Stone. Ich kann dich hören. Kann dich hören. Ja, wir wollen nur dein Haus looten. Dann sind wir hier schon raus. Das sieht ein bisschen aus. Ach, ich wollte jetzt gerade M drücken für Pause. Das sieht ein bisschen aus wie... Boah, mach mal wieder Licht an hier, ey. Puh. Das sieht ein bisschen aus wie dieses Gegenstück zu dem anderen Teil im Wald. Wisst ihr, was ich meine? Da, wo ich den Typen nochmal angegriffen habe. Wo ich dann so doof auf einer Stelle rumgelaufen bin, weil ich nicht wusste, was ich da machen soll. Ja, ich laufe einen großen Bogen. Ich habe kein Problem mit euch. Alles tutti. Wir sind Freunde. Da oben sitzt noch einer. Hier ist Blut. Boah, das ist... In dieser Stadt möchte ich nicht leben. Aber es ist immer, wenn die Musik so hektisch und dramatisch wird auf einmal. Oder man hört so ein Kishing-Shing, ne? Also... Ich kann schlecht irgendwas nachmachen an Geräuschen, aber weißt du, wenn man sowas hört, dann wird einem echt ein bisschen anders. Item gefunden. Okay. Und eine Batterie. Ich weiß nicht, ob ich die Batterie unbedingt mitnehmen wollen würde. Value 25. Ich glaube, ich lasse das Holz hier. Ich weiß nicht, ob ich was mit dem
Entchenkopf anfangen kann. Ob man die einkochen kann oder so. Ich weiß es einfach nicht. Nehme ich die Batterie mit? Ich könnte die Batterie mitnehmen und einfach eben die Taschenlampe auffüllen. Ich glaube, so mache ich das auch. Das war jetzt hier. Ausrüsten. Draufgehen. Ausmachen. Ja, so. Oh, das geht schnell. Das ging schnell. Cool. War jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich habe, glaube ich, noch 7 oder 8 Batterien zu Hause, weil wir sowieso irgendwie immer im Dunkeln spielen. Oh, da ist... Oh, Kiste. Schon geil, ne? Dass ich einfach rumlaufen kann und... Hat's gerade geruckelt. Benzin. Das möchte ich, muss ich mitnehmen. Das möchte ich nicht mitnehmen, das muss ich mitnehmen. Das tausche ich gegen das Holz ein. Wir haben noch ganz viele Latten und wir haben noch die Säge fast voll mit Holzlatten. Den Boost von dem Brot hole ich mir jetzt nicht. Den finde ich ein bisschen überflüssig. Das sieht aus wie so ein Gruselgesicht. Das sind Augen, die da zwinkern. Seht ihr das, wo gerade der Mauszeiger ist hier? Ich gucke mir das halt alles jetzt gerne genau... Da steht einer drin? Da ist jemand in dem Loch. Ich sehe nur seine Umrisse. Sieht aus wie ein großer Mann mit komisch langem Haar etc. Ich habe das jetzt nicht alles 100% durchgelesen. Ich finde das halt schon ein bisschen psycho, dass die Leute hier überall rumsitzen und einfach nur immer sagen, ich kann dich hören. Gehe ich zwischen den Bäumen. Na Leute, ey, nehmt mal eure Medizin. Es ist zu spät für das. Da wächst jetzt ein Pilz. So ein Mist. Ich habe keinen Platz mehr. Guck mal eben hier in diesem Schrank. Die Ratte kann ich halt auch einkochen, ne? Die will ich halt eigentlich gerne mitnehmen. Was wäre denn was, was wir jetzt noch nicht sofort brauchen, aber wenn wir hier in die Stadt gehen, nochmal reinpacken könnten? Also Waffenteile bräuchte ich jetzt nicht sofort, aber die könnte ich halt zur Not auch ziemlich geil verkaufen, ne? Ich glaube, Streichhölzer sind erstmal zweitrangig. Und jetzt noch irgendwas wegen den Pilzen. Vielleicht die Pillen. Die bringen zwar ordentlich Geld. Ja, ich pack den. Guck mal, das kann man doch sogar noch stacken. Ich nehme den Pilz mit. Ich hoffe nicht, dass die hier in dem Time Freeze kaputt gehen. Okay, also merken, unten rechts und dann hier oben da im Haus, da liegen noch ein paar Sachen, die wir noch mitnehmen könnten. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe eine ziemlich freundliche Ausstrahlung, wenn ich hier mit so einem nagelbesetzten Brett durch die Gegend laufe. Das ist richtig einladend. So, wie kommen wir da rein? Da hinten ist eine Tür und ein Fenster zum Reinklettern. Kann man sonst nichts aufmachen? Na, sagt er auch irgendwie was Psychomäßiges? Da liegt noch Holz. Ich weiß auf jeden Fall, oh, das Haus sieht sogar noch relativ gut aus. Die Nägel nehmen wir mit. Da haben wir keinen Platz mehr für. Also wir müssen definitiv... Hier können wir rein. Da gucke ich später rein. Brauche einen Schlüssel. Keiner passt. Dann steige ich durchs Fenster, würde ich sagen, wa? Wenn das auf ist, warum nicht? Da ist keiner. Ich will nicht, dass sich wieder irgendwo einer in der Ecke versteckt. Heilbandage. Boah, das ist echt doof. Also wir müssen definitiv nochmal hier hin und ein bisschen die Sachen hier leer looten. Wer zum Teufel bist du?
ein Lockpick. Weiß nicht, ob die mich angreifen. Okay. Das wirkt ein bisschen krank. Vielleicht bedien dich. Aber als Hellkeim davon. Oh, ein Fleischwolf. Geil. Toll, die kann ich nicht stacken. Also da möchte das Spiel auch, glaube ich, manchmal ein bisschen ärgern. Der Ofen ist leer. Ich gucke hier später nochmal oben weiter. Ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne so eine Teleportationstaste haben, um einfach wieder rauszukommen. Das möchte ich halt mitnehmen. Nicht unbedingt jetzt, aber ich glaube... Passt da ein Schlüssel? Nee. Ich glaube, dass wir... Ich weiß halt nicht, ob wir das einkochen könnten vielleicht. Wir machen hier mal zu. Müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Tour machen, um die Sachen alle einzusammeln, die hier liegen. Wir sind ja bei weitem noch nicht fertig, wie ich das Gefühl habe. Dann nehmen wir auch die Kette mit, um den Brunnen zu reparieren. Weil das wäre halt, da weiß ich, ich gucke einfach mal, was das für ein Ding ist. Ja komm, da laufe ich mal rein. Wenn ich da durchkomme, also da oben wurde, glaube ich, auf der anderen Seite wurde gesagt, Schlüssel. Kann ich die Türen nicht kaputt machen? Ich weiß nicht, ob das den Einwohnern hier unbedingt gefällt. Ich habe da keine Lust, wenn die dann... so in so einen Enrage-Modus kommen und auf einmal alle anstürmen. Ernsthaft, das muss ich außen rum... Oh, hier, komm. Ist doch so grazil wie eine Gazelle. Kletter. Hier links waren wir halt auch noch gar nicht durch, ne? Oh, oh, oh. Da ist ein kaputter Brunnen. Ja, komm, sei ruhig. Hier ist... Rope. Boah, hier ist auch alles voll. Da. Das alles Menschen oder Schweine oder Generator oder Generatoren sogar, Plural. Was nun? Verschwinde aus meinem Haus. Hier ist kein Fleisch mehr. Ich will hier aber gerne rein. Ich weiß es nicht. Ich will, wie gesagt, die Türen jetzt noch nicht einschlagen. Türen einschlagen. Schade, da habe ich keinen Code für. Den kriege ich wahrscheinlich aus einem der anderen Häuser. Aber wie gesagt, ich will die Türen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die einschlagen kann oder nicht. Oder ich... Warte, ich probiere das mal hier hinten an der Tür. Und dann hoffe ich, dass die Villager mich nicht angreifen. Ja, okay, gut. Ich könnte sie kaputt machen. Werde ich jetzt nicht tun. Mein Inventar ist sowieso brechend voll. Also wirklich brechend voll. Da... Warte, haut die da die ganze Zeit gegen das Fensterbrett oder was macht die da? Ich habe ja nicht gehofft, dass hier irgendwo dieses komische Hexenhaus ist. Von mir die ganze Zeit erzählt wurde. Hier komme ich auch nirgendwo rein. Ne? Ich würde halt gerne wissen, was ist das hier hinten? Bunker oder so? Komme aber nirgendwo durch. Hier unten komme ich auch nicht dran vorbei, oder? Hier hinten können wir auch noch lang. Kletter mal kurz hier drüber. Das ist jetzt wirklich eine etwas ruhigere Folge.
um mal kurz zu entschuldigen. Aber ich kenne das hier halt alles nicht und möchte da... Da streichelt er seine Hühnchen. Ah, Freak. Das ist echt eine Riesenstadt hier, muss ich gerade mal ganz ehrlich gestehen. Ich würde auch gerne wissen, ob die Hühner... Okay, ist alles voll mit AA und Federn und so ein Kram von den... Oh, ein Traktor. Traktor brauche ich, Traktor will ich. Da hat mir doch der Wolf was von erzählt irgendwie. Und auch dieser Freak. Oh toll, kann ich nicht looten. Hier ist wahrscheinlich wieder ein Seil drin. Ja, die Rope, ne? Ich will die halt auch wohl mitnehmen. Okay, jetzt gucken wir mal hier oben nochmal rein. Was hier so passiert. Und dann würde ich fast sagen, ich laufe mal zurück, müll mich aus und laufe wieder hin, weil wenn ich kann jetzt nicht auf M drücken oder Pause. 9.30 Uhr steht oben in der Ecke. Und ich wollte damit nur sagen, wir brauchen nicht lange, um hier hinzukommen. Die Zeit ist hier eingefroren. Das heißt, ich könnte zurücklaufen. Nett. Chicken Lady. Oh, mit der kann ich reden. Ihre Augen. Oh Gott, guckt euch das mal an, ey. Sie umarmt ihre Chicken, also ihre Hühnchen oder Hühner. Okay, ich soll ihn nicht, oder ich soll die Dame nicht anfassen, sagt sie nochmal. Die alte Dame. One of her hands to her. Okay, die hält eine Hand an ihr Ohr. Brummelt irgendwas. Und nach einer Zeit kommt sie zur Ruhe. Okay, Sachen tauschen. Okay, ich zeige dir mal Items. Hells Bells, wo hast du das her? Wo hast du es gefunden? Die alte Dame scheint verwirrt zu sein. Okay. Das ist eine kleine Hand. Ich überfliege das einfach nur mal eben so ein bisschen. Vor ein paar Tagen wurde er böse. Okay. Hier, nimm das mit. Er ist losgegangen, um seinen Kollegen zu suchen. Aber er kam nie zurück. Drückt mir ein altes Foto in die Hand. Ah, Chicken Lady's Brother. Foto vom Doktor. Okay, vor ein paar Tagen kam auch nie zurück. Wir haben ein Kind gehabt. Seht ihr das? Wenn da. Ach ne, gut, das waren Bruder und Schwester. Ich hoffe nicht, dass das deren Kind ist. Man weiß ja nie. Okay, das ist alles, was ich habe. Okay. Straße. Oh, ich erinnere mich an diesen Platz. 6 Jahre, seitdem sie da das letzte Mal war. Die Straße führt zu der anderen Stadt. Du solltest diesen Weg nehmen, um die andere Stadt zu besuchen. Es ist nicht weit weg von hier. Du wirst da jetzt aber so nicht hinkommen. Die Bäume haben halt den ganzen Weg verbaut. Okay, das ist so ein bisschen... Wurde mir ja mal in der ersten Folge gesagt, schnattern, sich so unterhalten. Gut, war jetzt auch nicht so interessant. Dieser Freak schon wieder, möge der Teufel ihn mitnehmen und seine Violine kaputt machen. Die Frau fängt an zu schreien und wird rot. Okay, sie beschimpft ihn einfach nur.
dass er hier aus dem Haus verschwinden soll. Boah, ist hier viel Stuff drin, Leute. Ich sag's euch, ey. Oh, ein Kreuz. Bedeckt mit Schmutz und so ein Kram. Noch eine Flasche Alkohol. Hallo, also die hatten es vor. Da gucke ich vielleicht nachher rein. Geh mal. Diese Musik im Hintergrund, ne? Das, so wird es, glaube ich, auch klingen, wenn ich ein Instrument spiele. Also, meine ich, gut, Gitarre kann ich spielen, aber das ist ja auch keine Riesenkunst. Aber wenn ich irgendwie ein Blasinstrument spielen würde, das wird wahrscheinlich ähnlich klingen. Okay, verbrannte Teil einer. Oh! Es ist alles voll. Und noch eine Kiste. Mann, ey. Leute, ich sag's euch. Eine Shotgun-Bullet. Gut, da holen wir alles beim zweiten Spaziergang. Das hier ist wahrscheinlich so der Stall. Ah ja, okay, cool. Also Essen haben die Leute hier ja, ne? Oh, ein rotes Ei. Ja, ich mach das wie folgt. Damit das nicht zu öde wird, hier die ganze Zeit durch die Stadt zu laufen, werde ich das gleich so machen, dass ich... Boah, erstmal hier raus, ey. Dieses komische Geträller von dem anderen Typen. Das nervt ein bisschen. Gut, ich mache das gleich so, wenn ihr auch meint, dass das so okay wäre. Ich laufe gleich einfach zurück und mache dann den Cut, bis ich wieder hier bin. Und dann sammle ich eben nochmal ein bisschen den Rest ein. Mit euch zusammen. Auch gerne. Ich weiß jetzt ja, wo die Sachen mehr oder weniger liegen. Wir sind hier auch noch nicht fertig, alles aufzusuchen. Aber wir sind am Ende einer Folge angekommen. Mehr oder weniger, möchte ich mal sagen. Und ich guck mal ganz kurz, Interesse halber, wenn ich mit ihr spreche und rausgehe. Ja, wird gespeichert. Hervorragend. Dann würde ich sagen, mit dieser tollen Dame, die ihre Hühnchen oder Hennen und was auch immer auf dem Arm hält und streichelt und der schönen Musik im Hintergrund, sind wir am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es diesmal eine etwas ruhigere Folge war, mit ein bisschen Erkunden und Sachen einsammeln, aber es gehört auch dazu. Jetzt musste ich mich nochmal ganz fies räuspern. Ich hoffe, ich denke daran, das rauszuschneiden. Ich wünsche euch schöne Feiertage, falls wir uns nicht mehr hören sollten. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Darkwood wieder. Bis dahin, beste